Das ist die Frage nach der Zeitspanne. Es geht hier um dummerweise solche fluffigen Geschichten. Das hängt ja auch davon ab, also wie du selber dich dir gegenüber stellst, lernbezugmäßig. Sag mal, oder denk an Schüler. Manche lernen bestimmte Fächer sehr schnell, in anderen sind sie langsamer. Und dieses Sitzen ist sehr, sehr kaleidoskopisch, also sehr, sehr facettenreich und nicht auf dieser Verbalvariante. Also deswegen sehr schwer greifbar. Es gibt ein paar Schlüsselverständnisthemen. Also dieses Nicht-Selbst zum Beispiel, das ist eine Sache, die kann man eben kognitiv erklären, mache ich irgendwann. Und erst wenn man das im Sitzen vollständig, also ganz körpermäßig in einem Aha-Moment durchdrungen hat, ist das beste Wort, was ich im Deutschen kenne, also einen Sachverhalt wirklich ganz mit dem ganzen Körper und dem Geist durchdrungen hat. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Erst dann zum Beispiel verändert sich dein Verhältnis zu dir selber und zu anderen. Du wirst nachsichtiger und so weiter. Ja. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Also erstmal das ist das außerhalb von der Zeitdauer. Dauert das 3 Jahre? Habe ich das nach 3 Jahren gelernt? Keiner weiß es. Es gibt nur eben dieses sehr passende Zen-Gleichnis, ne, wo ein Schüler fragt, also in Bezug auf Erleuchtung, ne, wie lange dauert das hier mit der Erleuchtung? Ne? Und dann sagt der Meister, jawohl, ist verschieden, aber so 10 Jahre. Ne? Und dann sagt der Schüler, ja, und wenn ich mich jetzt richtig reinhänge, richtig anstrenge, ne? Und sagt der Meister, ja, 20. Nee, und da sagt der Schüler, nee, 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 nee. Und wenn ich jetzt mich richtig reinsteigere, alles gebe, was da ist, dann sagt der Meister, nie, dann schaffst du das nie. Also du kannst das nicht erzwingen. Deswegen ist die eigene Einstellung wichtig und nicht der Zeitrahmen. Das ist das Doofe. Besser gesagt, das ist halt so. Kannst es nicht erzwingen. Ich finde das eigentlich sehr sympathisch, weil es gibt nichts zu erreichen, auch dieses Nicht-Selbst. Du wirst es selber durchdringen, wenn es soweit ist. Ist so. Du kannst dich erfreuen an den Blumen, also an den Nebenergebnissen deiner eigenen Praxis. Und der eigene Fortschritt ist auch abhängig davon, inwiefern du Negatives dir gegenüber zulässt. Ja? Also darüber lernst, wie das so ne wie die negative Seite, Schattenseite zum Beispiel von dir ist und solche Sachen. Ja, aber es ist alles tiefergehend. Also du kannst es dummerweise nicht an der Zeit so festmachen. Was hat man nach 3 Jahren gelernt? Als Beispiel. Aber wir hatten das. Das ist die Frage aus der kristallinen Intelligenz. Ne? Was ist das Ergebnis? Und das Ergebnis ist hier und jetzt. Immer wieder verschieden. Ne? Der Weg ist das Ziel. Und so hast du keinen. Was hat man nach 3 Jahren gelernt? Was? Dass man freundlich, aufmerksam und gelassen mit dem, was jetzt ist, ist und immer mehr wird. Und das ist endlos. Also dieses Was ist endlos. Genug für heute. Genug für heute.
morgen ist auch noch ein Tag. Heute Abend, wenn ihr wollt, wortlos zusammen rumsitzen. Bis dahin praktizieren zum inneren Lächeln.